Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 14. Juli und ich bin hier an der LP 211, an der früheren LP 211. Hier geht es in den Camino Aniceto rein und hier würde es weitergehen oder wäre es weitergegangen nach La Laguna und da konnte man auch in der Vergangenheit noch reinlaufen, doch jetzt ist hier alles zu. Ja, hier ein Blick auf die Cumbre Vieja. Die zieht sich bis nach Fuencaliente in den Süden rein. Bis hin hier, ja, von hier aus, jetzt ist die Plaza La Glorieta hier zu sehen. Und da hinter der Vulkan. Da überall kann natürlich jederzeit wieder etwas hochgehen. Da kann wieder Magma hochsteigen. Das ist ja vulkanisch aktiv, dieses Gebiet hier. Ja, und trotzdem habe ich gehört, dass ja diese LP 211, die ja bis zum Camino Aniceto führt, vorbei am Camino Marta, ja, dass das wieder aufgemacht werden soll und ich bin wirklich gespannt. Aber auf der anderen Seite, die gesamte Cumbre Vieja ist natürlich aktives Vulkangebiet und da nirgends mehr zu wohnen, ist ja auch keine Option. Ich finde es auf jeden Fall ganz gut. So sah das ja früher mal aus. Da stand ja, das war immer so ein Symbol, dieser Campingwagen dort. Der ist mittlerweile weg, der war erst total verrostet. Dann ging es hier weiter. Links ging es dann hier runter in den Camino Marta. Das ist noch erhalten, da geht es auch weiterhin runter. Hier sind wir jetzt am Camino Aniceto, rechts wäre es jetzt hochgegangen und geradeaus weiter nach La Laguna. Und das hier ist der Camino Aniceto, da wäre es hochgegangen. Der ist ja wieder so teilweise wieder aufgemacht worden, aber sieht natürlich jetzt völlig anders aus. Man kam an dem Spa vorbei, das war ja auch so ein, ja, so ein Symbol ist das geworden dann. Als der Vulkan ausgebrochen ist, beziehungsweise sich die Spalte aufgetan hat, es war ja eine Spalteneruption, da ging es dann los, da hat sich dann die Lava so ziemlich schnell über den Camino Aniceto ergossen und dann war sie auch am Spa angekommen und hat letztendlich auch den Spa unter sich begraben. Diese Bilder sind auch viral gegangen, wie der Spa dann ja erst ausgebrannt ist und dann vollständig von der Lava bedeckt wurde. Dann weiter La Laguna, dann kam die Disa-Tankstelle dran. Die gibt es ja jetzt auch nicht mehr, die ist auch von Lava bedeckt. Da ist jetzt, wird jetzt alles nicht aufgemacht, sondern runtergemacht. Und der kleine Kreisel, ja, das ist jetzt ein sehr großer Kreisel geworden. Auch dort wird alles aufgemacht, aber das werde ich nochmal gesondert zeigen. Denn diese Karte hier, die kennt man ja, das Grüne, Hellgrüne bleibt auf alle Fälle Naturschutzgebiet. Das ist das Gebiet um das Lava, um die Lava-Deltas herum und auch um den Vulkan herum, Las Manchas bis zum Friedhof hin, wird alles Naturschutzgebiet bleiben. Ja, man sieht auch oben, die LP2 soll wieder aufgemacht werden. Die läuft auch, also rechts das Blaue, die blaue Linie, die läuft auch durchs Naturschutzgebiet zum Teil. Und dieses Rosane dort, das wollte man sich offen lassen, ob man das aufmacht. Und das soll jetzt offensichtlich auch aufgemacht werden, dass die Straße wieder so führt, wie sie früher durch Todoque geführt ist. Ja, das hört sich alles sehr spannend an und das will ich mir jetzt mal anschauen, ob das Gerücht stimmt, ob da was dran ist, ob ich dort schon irgendwas sehen kann. Denn gerüchterweise soll diese Straße tatsächlich aufgemacht werden. Das habe ich jetzt nur gehört. Aber da das jetzt hier abgesperrt ist und auch draufsteht, dass hier Persona Ajena a la Obra, also Baustelle hier ist, also nur Personen Zutritt haben, die hier zur Baustelle gehören, wird hier doch tatsächlich wohl aufgemacht. Also nicht nur La Laguna, jetzt wird weiter aufgemacht, das ist ein anderes Thema, das zeige ich demnächst auch mal. Da wird auch alles wieder aufgemacht, der alte Ortskern, alles wird aufgemacht. Und hier soll es auch weitergehen. Jetzt kommen hier Leute, die
nicht nach Bauarbeiter aussehen. Oder vielleicht doch. Ja, und hier wird gebaut. Hier wird gebaut. Ich bin jetzt extra am Sonntag mal hin, weil hier so viel Bautätigkeit ist. Also hier wird auch nach und nach wieder alles aufgebaut. Überall kann man sehen, dass gebaut wird.